Als Henri Dunant das Elend auf dem Schlachtfeld von Solferino sah, legte er 1863 den Grundstein mit 36 Vertretern aus 16 Ländern, um das Rote Kreuz ins Leben zu rufen. Eines der Grundprinzipien war, in jedem Land soll ein Hilfskomitee geschaffen werden, bestehend aus Sanitätsdiensten und Freiwilligen, die als neutral und unverletzlich gelten. Und diesen Status sollen auch alle Verletzten erhalten. In der Schweiz wurde zur selben Zeit der Hilfsverein für schweizerische Wehrmänner und deren Familien gegründet. Am 17. Juli 1866 entstand daraus das Schweizerische Rote Kreuz. 1903 wurde durch den Bundesrat der Rotkreuzdienst in Kraft gesetzt. Dies war die Geburtsstunde des heutigen Rotkreuzdienstes, kurz RKD genannt. Während des Ersten Weltkrieges leisteten 692 Rotkreuz-Krankenschwestern wertvolle Hilfe. Dabei verloren 69 Schwestern im Kampf gegen die tödliche spanische Grippe ihr Leben. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges standen bereits 11.000 Frauen im Dienste des RKD. Sie sorgten sich um das Wohl der eigenen Soldaten, aber auch um das der anderen Truppen und um die Kriegsopfer und Flüchtlinge, die in der Schweiz Zuflucht suchten. Krisensituationen und Konflikte haben sich seit dieser Zeit stark verändert. Dies führt dazu, dass die Ausbildung und die Einsätze des Rotkreuzdienstes den aktuellen Bedürfnissen des Bundes stets angepasst werden.